am Bergfried in Passau, einem verlassenen Kloster, wo seit 15 Jahren nichts passiert ist. Bis wir kamen, die sieben Bergfriedler. Wir sind eine Gruppe von sieben gleichgesinnten Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten, die hier aus dem Nichts und einfachsten finanziellen Mitteln einen Kulturort geschaffen haben. Seit 2021 finden hier wieder regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Eine Mischung aus Konzerten, Workshops, Ausstellungen, Kinderprogramm und so weiter und so fort. Alles, was wir jetzt investieren, wollen wir so langfristig wie möglich denken. Wir wollen nachhaltige Anschaffungen machen, die uns ermöglichen, spontane Veranstaltungen zu machen, dauerhafte Ausstellungen in unserer Galerie zu zeigen, Workshop-Räume und Seminarräume anzubieten und Ateliers für mehr Künstlerinnen und Künstler zu schaffen. Wir wollen am Bergfried faire Gage zahlen und Künstlerinnen und Künstler in ihrem freien Schaffen zu fördern. Hier am Bergfried gibt es viele Kleinigkeiten, die uns noch fehlen. Wir würden uns um unseren schönen Garten gern noch mehr kümmern. Dazu bräuchten wir das eine oder andere Gartengerät, vor allem aber auch ein Rasenmäher, um die Wiese für unsere Konzerte begehbar zu machen und einfach hier eine ganz gemütliche Atmosphäre schaffen. Soy la triste lavandera que va a lavar su ilusión. El amor es un... Und jetzt planen wir gerade wieder unser nächstes Festival für den Juni. Und genau dafür brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Ohne eine schöne Beleuchtung und guten Sound werden wir unseren KünstlerInnen nicht gerecht. Außenbeleuchtung, Bühnentechnik, Lichter für die Galerien kostet alles sehr viel Geld. An dem Tag, an dem wir am Bergfried zum ersten Mal eine Toilettenspülung drücken, das wird für uns ein Feiertag. Bis dahin müssen wir uns leider noch mit einem Toilettenwagen begnügen und die Dinger sind richtig teuer. Budget, Budget, Budget. Benötigen wir hier auch Kapital. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und wir sehen uns im Juni. Spätestens. Und wir sehen uns im Juni. Spätestens. Schönheit könnte die Welt retten.